Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist der 2. Mai 2023, Dienstag, der 2. Mai 2023, 8.38 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin, Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir starten heute mit einem MTX Trade. Das ist eine 5-Minuten-Strategie, die wir mit den Boxen traden. Und wir starten dort in 1 Minute 30. Was machen wir? Wir sehen hier eine blaue Kerze. Wir sehen aktuell 8.35 Uhr. Alle Bereiche sind grün. Wir sind oberhalb des Daily Pivots. Das Einzige, was jetzt hier vielleicht ein wenig irritierend ist, ist, dass wir in der Handelszeit nicht perfekt sind, 20 Minuten vorher. Der Markt kann da ein bisschen Ping-Pong spielen, aber ansonsten passt alles. Und wir werden gleich dort einsteigen. Wir versuchen, diese grüne Linie so dicht wie möglich an dieser Kerze ranzulegen. Wir sind hier noch nicht im Automatismus. Wir müssen hier also noch ein bisschen platzieren. Und wir achten hier auf diesen schwarzen Querbalken. Das ist immer der aktuelle Kurs. Diese rote Linie darüber, das ist der Spread von 0,8 Punkte. Damit sind wir auch in Deutschland einer der günstigsten Anbieter, was diesen Spread betrifft, also zwischen den DAX. Man hat ja keine Kommissionszahlung, sondern man handelt dann hier als Kosten den Spread. Und ihr seht, der Markt steigt hier so ein bisschen weiter nach oben. 15 Sekunden. Also ruhiger Markt, ist ja Kurs aktuell. So. Versuchen wir reinzukommen hier. Wenn der Kurs runtergeht, also Signal ist da. Uhrzeit. So, er muss ein bisschen zurückkommen. Und dann versuchen wir reinzugehen. Pending Order ist platziert. Er muss also einen Tick zurückkommen in diesen Markt. So, es ist 8.58 Uhr. Leider sind wir nicht in diesen Trade reingekommen. Das kann passieren. Waren wir zu genau, hätten wir früher reinigen. Und jetzt ist der Trade in den Gewinn gelaufen und somit für uns auch nicht mehr relevant. Für den ersten Trade. Wir wechseln aber jetzt die Big Number und gehen hier oben rein. Auf die 16.000, die Super Big Number. Und warten dann auf die Markteröffnung in 2 Minuten. Unboxen. Nach dem Feiertag. Erster Trade Short. 15.947, 15.932. Guten Morgen zusammen. Also Special. Erster Trade. Hier. Und die ersten 5 Minuten gucken wir uns auch hier an. Signalfall noch nicht. Big Number wird gewechselt. Wir gehen hier auf die 19, weil wir dichter dran sind. So, erster Trade für unser Video Logbuch, Video Tagebuch, Volabox Short im ersten Trade. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Lucian, guten Morgen. Wo ist die Glocke heute? Und der zweite Trade, das ging zu schnell. Der zweite Trade ist in den Gewinn gelaufen und damit verabschieden wir uns für unser Video-Logbuch. Ja, wir sehen, der Markt hat gedreht. Wir machen das hier nochmal zu zeigen. Erster Trade Short, zweiter Trade wird ja multipliziert und dadurch
bringen wir diesen Verlusttrade auch wiederum in den Gewinn, wenn man beide Positionen schließt. Wir platzieren jetzt noch einmal dieses Level und wir haben die 16.000er Marke vor der Brust. Wir hören uns morgen wieder. Wir machen im Live-Trading weiter.